Hey Freunde, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Weiter geht es hier immer noch in der Gerudo-Wüste, wo wir jetzt hier auf dem Weg zur Wüstenburg sind. Ja, allerdings, wie man sehen kann, ist dieser Weg hier durch einige Zäune versperrt. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, da durchzukommen, nämlich dieses Wildschwein, das hier eingezäunt ist. Ja, und wir haben ja auch zum Glück schon den Schlüssel, um das Tor zu öffnen. Also gehen wir einfach mal rein und holen uns das Schwein. Wow, verdammt. Was ist hier los? Wieso ist jetzt das Tor auf einmal zu? Ach, vergessen wir es einfach mal. Mit dem Schwein komme ich locker hier raus. Hä? Warte mal, hier ist jemand. Ach du Scheiße! Der schon wieder! What? Au! Au! Was geht's noch? Aber hey, gut siehst du aus. Deine Hörner sehen wunderbar aus. Oh, das klappt ja ganz gut. Okay, das klappt nicht so ganz. Oh, okay, das hat aber geklappt. So, und jetzt geht drauf. So, erstmal hier schön ein bisschen pieksen. Und das war's. Oh Mann. Nicht schon wieder. Bitte was? Ja, gut. Der verschüttet jetzt erstmal, um seine Wunden zu lecken. Und wir landen auf dem Grillrost. Verdammt! Die zünden einfach hier den ganzen Schuppen an. Das gibt's doch nicht. So, was ist mit dem Wildschwein? Das hat er irgendwie auch ganz schön was abbekommen. Aber es geht ihm gut. Alles klar. Gut. Dann werden wir jetzt einfach mal Folgendes machen. Wir schnappen uns das Schwein. Das hatten wir sowieso von Anfang an vor. Und dann mit Vollkaracho direkt zur Wüstenburg hinein. Ja! Ja, und da wären wir also. Und es ist gerade schon wieder mal mitten in der Nacht geworden. Ja, und so wie es aussieht, konnte ich mir jetzt hier anscheinend meinen Plan abschminken, jetzt hier vor Betreten des Tempels jetzt hier 16 Geisterseelen zusammenzubekommen. Naja, was soll's, man kann nicht alles haben. Dann nehme ich wenigstens erstmal noch die hier mit. So, das war's. Geisterseele eingesackt. Und hier vorne kann ich mir sogar wahrscheinlich auch noch was holen. Wo... Was war? Ich vergesse immer wieder, wo die verdammte Lampe ist. Na also. Und schon wieder eine neue große Kiste. Na, bin ich ja mal gespannt, was hier drin ist. Geld! 50 Rubine mal wieder. Sehr schön. Ich kann jetzt nur hoffen, dass jetzt nicht im Tempel nicht so viel Geld vergraben ist, dass ich jetzt hier schon wieder ein volles Portemonnaie bekomme. Das wäre jetzt nicht so toll. Na, werden wir ja gleich sehen. Ja, und da wären wir also im nächsten Dungeon. Einen der coolsten sogar überhaupt hier in diesem Spiel. Die Wüstenburg. Ja, okay, sieht zwar natürlich auf den ersten Blick jetzt hier ein bisschen kaputt aus, aber ich kann euch schon mal sagen, das ist echt einer der geilsten Tempel überhaupt. Okay, erstmal muss ich ja natürlich hier ein bisschen drauf achten,
dass hier kein lästiges Getier herumfleucht. Okay, und jetzt muss ich erstmal schnell darauf. Ah, nee, das gibt's doch nicht. Ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt erstmal da so ohne Probleme rüberrollen. Obwohl, nee, halt, warte. Genau, wusste ich doch, dass da noch was war. Greifhaken-Action. Alles klar, und jetzt muss ich ja natürlich aufpassen. Also ich will hier nicht irgendwo versinken. Okay, schön aufpassen. Denn ich habe es ja schon bereits gemerkt, das Ding hier hat ein bisschen gewackelt. Ja, da hat sich das Vieh wohl gerade eben selbst ein kleines Eigentor geschossen, wa? Oh Mann. Ist echt nicht einfach hier durchzukommen. Jedenfalls nicht als Mensch hier. Als Wolf haben wir da schon wesentlich bessere Chancen. Hä? Was ist jetzt los? Midna, was hast du? Oder hat sie jetzt eben gerade nur diese komischen Bewegungen gemacht, weil sie im Sand versunken ist? Das könnte natürlich sein. Ah, nee, warte mal. Ich glaube, ich weiß ja, wie ich das machen musste. Ja, so langsam kommst du wieder in den Kopf rein. Ich muss ja zuerst den Haken hier so hinziehen. Und dann einfach nur ziehen. Und schon haben wir den Eingang geöffnet. Irgendwie kriege ich das einfach nicht hin. Ich wollte eigentlich immer so ein bisschen rollen, um hier ein wenig Weg zu sparen, aber irgendwie schaffe ich das einfach nicht. Oh, was sagt man dazu? Hier ist eine... Hier ist so eine Ölquelle. Ich meine, momentan habe ich es zwar noch nicht so nötig, aber das kann ja nicht schaden. Ja, du füllst Öl in die Lampe. Sehr gut. Kann ja nicht schaden. So, dann gehen wir einfach mal hier rein. Und machen einfach mal diese erste Kiste auf. Naja, war ja so klar, dass da ein Schlüssel drin ist. Immerhin. Wow. Alter, was sind das für Dinger? Skarabäen? Okay. Ihr kitzelt ein bisschen. wenigstens tun sie uns nichts. Außer vielleicht höchstens so in der Bewegung mal so einschränken. Also wenn jetzt hier alle hier so auf uns zukommen, dann, ja, sieht das krass aus. Ja. Wenn die sich ja an Link alle hier festsetzen, dann werden seine Bewegungen eingeschränkt. Also wir können dann nicht mehr so gut laufen. Aber zum Glück machen sie auch nur das und nichts anderes. Zum Beispiel, dass sie uns hier einfach innerlich auffressen wollen. Okay, und hier ist es ganz schön düster. Nee, warte mal, das mache ich mal anders. Wir sprengen einfach mal den gesamten Laden hier. Au, aber nicht mich! Tja, so viel dazu. Okay, ich brauche hier Licht. Okay, das ist lästig. Okay, irgendwo war doch... Ah, hier. Okay, hier war eigentlich noch... Oder war das jetzt alle? Ah, ne, hier vorne. Ah, jetzt haben wir es. Okay, gut. Dann sind wir jetzt hier fertig. Ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt sich lange mit denen hier aufzuhalten. Ich glaube, die kommen immer wieder. Also lieber weg hier. Ja, okay. Da wären wir jetzt hier wohl in der Haupthalle des Tempels. Krass.
Was sind das für Statuen? Sieht irgendwie aus wie der Oscar. Hm. Oho. Das wird ja mal interessant. Ohoho. Kann doch nicht wahr sein. Da haben die uns einfach mal den Weg versperrt. Irrlichter. Naja, schön wär's ja. Aber in Wirklichkeit sind das solche hässlichen Dinger. Oh Mann. Ganz spezielle Geister. Die uns jetzt hier einfach mal die Fackeln ausgemacht haben. Aber immerhin, sie haben Geisterseelen dabei. Boah, und da geht erstmal der ganze Dampf aus dem Geist raus. Oh, was sagt man dazu? Eine der Flämmchen, die sie ja mitgenommen haben, wurde jetzt befreit und... Ja, jetzt haben wir wieder ein Licht. Ja, das hier erinnert eigentlich ja so ein bisschen ziemlich an den Waldtempel aus The Legend of Zelda Ocarina of Time. Denn da wurde man ja eigentlich ja gleich zu Beginn des Tempels ja auch hier mit solchen Irrlichtern hier überrascht, die einfach mal die Fackeln geklaut haben. Und anschließend, ja, dadurch ja den Zugang eigentlich ja zum Weiterkommen versperrt haben. Und was ist mit einer? Was willst du? Wir müssen die drei entflohenen Geister suchen. Aber ohne jede Spur haben wir schlechte Karten. Gibt's da nicht irgendeinen Trick, sie aufzuspüren? Ja, bestimmt. Guck mal, die haben hier irgendwie einen Geruch. Geruch von Ilia vergessen und neuen Geruch merken? Oh ja, Geruch der Geister gewittert. Ja, damit können wir jetzt die Geister aufspüren. Man sieht ja sogar schon, wo die lang sind. Ja, jetzt müssen wir diese alle erstmal hier einfangen, ihnen die Seelen entreißen und somit eigentlich ja auch dafür sorgen, dass die, ja, dass das Feuer, das sie geklaut haben, wieder zu ihrem Ursprung zurückgeht. Ja, das wird natürlich nicht einfach. Okay, Dinger kann ich tatsächlich so auspusten. Gut, mit Pfeilen geht das auch. Aber jetzt erstmal genug rumgespielt. Boah, das war eine schlechte Idee. Und ja, ich sollte mal die Fackel ausmachen. Aber vorher, na gut. Werden wir uns einfach mal die Karte holen. Alles klar. Dann verlaufen wir uns wenigstens auch erstmal nicht. Und ich mache erstmal wieder die Fackel aus. Laterne. Autsch. Okay, das klappt wirklich nicht so richtig, wie ich es mir vorstelle. Ja, okay, gut. Also, unser eigentliches Ziel ist ja in dieser Richtung. Aber um da durchzukommen, wie gesagt, müssen wir erstmal wieder die Fackeln anzünden mit den blauen Lichtern. Okay, das ist ein bisschen weiter weg, aber kein Problem für uns. Es gibt ja einen bestimmten Grund, wieso ja die hier dranhängen. Ja, und immerhin, wir haben jetzt erstmal ein Herzteil. Gut, zwei weitere bräuchten wir noch. Aber ich weiß, es gibt ja nur noch eines hier. Okay, geschafft. Alles klar, und hier vorne habe ich ja schon bereits eine Spur gesehen. Ja, die führt ja tatsächlich hier so direkt durch. Ah, was haben wir denn da? Eine Kette. Oho, eine Geheimtreppe. Das ist ja aber cool. Ja, schicke Mechanik. Hier können wir natürlich auch weitergehen. So, und netterweise macht sogar hier mitten auf uns sogar mal die Tür auf. Okay.
Irgendwas klappert doch hier. Okay, es ist aber ganz schön ruhig. Wie kann ich hier irgendwas machen? Ah, hier. Hier kann ich schieben. Ah, und oha. Muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen beeilen, dass ich den hier kaputt mache. Das ging ja richtig schnell. Verdammt, war hier tatsächlich so ein verdammter Gipto hier. Gibt's doch nicht. Okay, aber immerhin, jetzt haben wir erstmal hier einen Schlüssel. Und da oben können wir vielleicht sogar auch noch hin. Also falls ich jetzt mit dem Greifhaken wirklich da jetzt so durchkomme. Ja, das geht. Yeah. Git, hier sind ja Ratten. Fette Ratten. Au, und sie beißen sogar. Autsch. Das tat weh. Gut, wie auch immer. Ich gehe einfach erstmal hier durch. Denn hier taucht nämlich sogar schon der erste Geist auf. Ja. Und der glaubt echt, der kann sich hier verstecken, oder was? Nee, nee, wart's mal ab. Da bist du ja. Gut, es gibt ja einen bestimmten Trick, wie man sie angreifen kann. Solange sie also transparent sind, geht das natürlich nicht. Erst wenn sie ja wieder ein bisschen heller leuchten, kann man sie angreifen. Und zack. Jetzt haben wir ihn. Eine weitere Geisterseele. Und ja, auch dem geht erstmal hier die Luft aus. Ah, sehr schön. Okay, der hinterlässt natürlich auch sogar einen Geruch, aber den brauche ich ja jetzt nicht mehr. Gut, mehr ist hier erstmal nicht. Um weiterzukommen, muss ich erst einmal wieder hier den Gang anders verschieben. Okay. Und was ist das schwer. Aber krasser Mechanismus. Gut, hier sind wir erstmal durch. Also werde ich jetzt einfach mal wieder zurück ins Erdgeschoss gehen. Und dort noch einmal diesen Raum betreten. Oh, aber zuerst schauen wir uns mal an, wie jetzt hier das nächste Lichtlein angeht. Hübsch. Geht ja eigentlich recht schnell. Alles klar, gut, dann gehen wir einfach mal weiter hier lang. Jetzt sind wir nämlich ja hier oben. Und da vorne ist sogar der weitere Durchgang. Yeah. Nett. Okay, hier brauche ich dann erstmal den Wolf gar nicht mehr. So, schauen wir uns mal um. Wo komme ich jetzt am besten darüber? Wow. Autsch. Muss ich erstmal aufpassen. Gut, sehr interessant. Wow. Was willst du von mir? Hau ab. Oh, warte mal, das war zu weit. Ich wollte ja eigentlich ja hier rüber. Alles klar. Haben wir erstmal wenigstens schon mal zwei interessante Abkürzungen geschaffen. Erstens brauche ich mich dann wenigstens erstmal hier nicht mehr mit diesen komischen Stacheln hier abgeben, weil ich ja jetzt hier einen Greifhakenpunkt habe.
Und zweitens können wir auch jetzt erstmal hier an diese Stelle darüber. Boah, und was ist das hier? So eine Stachelfalle und da hängt sogar noch ein Schädel dran, ne? Boah, das ist extrem. Okay, dann werden wir uns mal das hier schnappen. So, und zack. Und ziehen. Und ziehen. Und ziehen. Ja, hat eigentlich sogar auch einen bestimmten Grund, wieso ich ja jetzt eigentlich ja diesen Käfig hierher schieben musste. Den brauchte ich ja jetzt erstmal als Verlängerung. Und, oh, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr. Soll ich mich mal kurz beeilen und schnell hier rüber? Oh, das war knapp. Um ein Haar wäre ich erschlagen worden. So, okay. Ich hoffe mal, die lassen mich jetzt erstmal in Ruhe. Also ich denke mal, ich werde mich erstmal hier kurz in diese Ecke einfärchen. Damit die mich hier nicht stören. Und dann, Freunde, ja, werde ich erstmal hier an dieser Stelle den Part beenden. Also vielen Dank mal wieder hier fürs Zuschauen. Ja, im nächsten Part, dann geht es hier weiter in der Wüstenburg. Ein ziemlich geiler Tempel. Wie gesagt, sieht zwar ein bisschen kaputt aus, aber das macht eigentlich nichts. Er ist trotzdem cool. Bis dann und ciao!